DHB-Pokal Achtelfinale und damit willkommen in der Reiferbahn Sporthalle Schwerin zum Spiel des SV Grün-Weiß Schwerin gegen Bensheim Auerbach. Ein Duell des Drittligisten Grün-Weiß Schwerin gegen den Zweitligisten aus Südhessen. Ein schwieriges Spiel, weil es ist schwer einzuschätzen, beide Mannschaften jeweils. Der Zweitligist sehr gut eigentlich in der Saison auf dem dritten Platz und als Südmannschaft der zweiten Liga eigentlich prädestiniert hier und klarer Favorit. Andererseits Schwerin mit dem Heimvorteil, mit einer Serie von fünf Siegen in fünf Spielen in Serie und mit dem Nimbus auch schon im DHB-Pokal eine Sensation geschafft zu haben. Nordharesley, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern. Aber man hat ja auch schon eine herbe Niederlage einstecken müssen im DHB-Pokal, eine Runde später dann gegen Borussia Dortmund. Aber eine besondere Motivation, in der nächsten Runde mit der Höchstwahrscheinlichkeit trifft man auf einen Erstligisten und das ist für beide Mannschaften Motivation genug, hier einiges zu reißen. Wer am Ende davon profitiert oder wer am Ende hier als Verlierer von der Platte geht, das schauen wir uns jetzt an. SV Grün-Weiß Schwerin gegen Bensheim Auerbach. Herzlich willkommen hier in der Sporthalle an der Reiferbahn. Genannt die Hölle! Thank you.
Spektakel in Schwerin, DHB-Pokal-Achtelfinale. Und immer noch herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz zum Spiel des SV Grünwald Schwerin gegen die ASG Bensheim Auerbach. Drittligist gegen Zweitligist, mitkommentiert von dem Traumexperten Roberto. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo. Und Anwurf hat der Zweitligist aus Südhessen. Knapp 600 Kilometer Anreise, die haben sie nicht alles heute genommen. Waren in Hannover, am gestrigen Tag haben noch mal trainiert. Heute Morgen um 10 losgefahren, waren rechtzeitig hier. Und möchten gern ins Viertelfinale einziehen und da einen Erstligisten in der Sporthalle begrüßen. Und direkt der beste Ansatz, das 1:0. Annika Hermenau mit dem Treffer. Schwerin muss im Gegensatz zu Bensheim auf eine Torhüterin verzichten, Anne Pöschel. Verletzt dafür Andrea Klaas mit im Kader der Schwerinerinnen. Aber Nabilek zuletzt mit einer starken Partie in der Liga. Und auch jetzt das erste Mal mit dem Fußball. Und im Tor Nummer 22, Louis Nabilek, hält hier den Ball. Es war 3:1 für die Asgeräte. Oh! Der Ball geht klar neben das Tor, wenn man das so sagen darf. Labs! Oh! Da kam sie unvorbereitet und das endet im Konter. Und er ist drin. 2:0. Sandra Kleinjung. Schwerinerin doch etwas nervös, Roberto? Ich denke schon, dass eine Nervosität dabei ist. Haben wir jetzt eigentlich gut angezogen aus dem Ballgewinn. Aber zweimal schenkt man den Ball einfach durch einen einfachen Pass einfach ab, spielt ihn direkt in die Hände des Gegners. Und da hat natürlich eine Mannschaft wie Bensheim unheimlich leicht, in die schnelle Konterbewegung zu gehen. Kessel Abs wollte da nach dem Wurf einen Einwurf haben, bekam ihn nicht zugesprochen. Schrittfehler. Trau dich! Wenn ihr das hören konnten eben, Roberto neben mir, trau dich! Schöner Pass von Benny Künzel, leider nicht verwertet, das Kreisanspiel. Und Nabilek mit der Parade. Geht schon sehr gut. Angela Unroth war das am Kreis für Bensheim. Labs! Scheint aus dem Rückraum. Toffi Dube. Tor. 1:2. Sollte Schwerin helfen, ins Spiel zu kommen? Nach 3 Minuten muss ein Tor fallen. Gibt Sicherheit. Die Nervosität fällt ein bisschen runter. Bin jetzt nur ein bisschen überrascht, dass die Hauptaktion im Schweriner Angriff über Kerstin Labs momentan gestaltet werden. Da sehen wir eigentlich durchlaufen des Kreises. Ja, Vivian Erdmann auch direkt rausgenommen im Angriffsspiel. Ja, frühzeitig. Künzel, was für ein Wurf! 2:2. Die geballte Energie von Wendy Künzel. Bei Wendy ist ja wieder das der Vorteil. Sie kann von hinten, sie kann von oben, sie kann von aus der Hüfte, sie kann aber auch ein starkes 1:1 zur Vollendung bringen. Nabilek mit der Parade. Und ich denke, das wird heute für sie ein Spiel, wo sie sich nochmal zeigen kann. Sie hat so viele Qualitäten und letzte Woche war sie angeschlagen, hat man gemerkt, das hat ihr nicht wohlgetan, das Spiel. Aber auch in der letzten Woche hat sie durch viele wichtige Akzente, die sie setzen konnte, das Spiel mit rumgerissen zugunsten von Schwerin. Deswegen, also Wendy bedeutet eine ganz, ganz große und wichtige Rolle spielen.
Ja, man steht jetzt auch in der Defensive besser. Passives Spiel angezeigt von den Schiedsrichtern. Der Ball ist am Tor vorbei. Und der Anfangssprung von Bentheim nach 4 Minuten schon gestoppt. Ich staune, dass sie mit der 6-0-Deckung so große Probleme haben. Weil ich denke mal, sie sollten noch mehrere Abwehrsysteme eingestellt sein. Da sie auch eine große Rückraumschützin haben, wäre es eigentlich nachvollziehbar, über lange Übergänge aus dem Rückraum zum Torerfolg zu kommen. Aber momentan, ja, schade, Steffi. Ja, ebenfalls im Kreis gelaufen. Das ist schon der dritte Abpfiff durch eine Kreisspielerin. Oder für eine Kreisspielerin. Und Nabilek mit der nächsten Parade. Schon ihre dritte im Spiel. Und der Bentheimer Trainer fühlt sich zum ersten Mal zum Dirigieren aufgefordert. Ja, er unterstützt sie ab. Klasse zurückgearbeitet von Vivian Erdmann. Und? Da haben sie gut noch reagiert und da gibt es den 7 Meter. Das ist halt der Unterschied. Schnell entschieden, schnell den Einwurf ausgeführt. Kommt eine neue Situation zustande und die wurde in dem Fall eiskalt genutzt. Und Laura Malinskas mit dem Treffer per 7 Meter. Die Österreicherin. Also verwandelt sich ja den ersten 7 Meter in diesem Spiel. Oh, schönes Spiel. Ball vorbei, 7 Meter für Schmerin und gelbe Karte gegen Gaia Diel. Und jetzt sehen wir den zweiten 7 Meter. Wendy Künzel gegen Melanie Veit im Tor. Sicher. 3-3. Und Bentheim schon wieder beim Abschluss. Tor! Geier Deal. Da muss man natürlich taktisch agieren, taktisches Foul ansetzen. Weil das wird wahrscheinlich das probate Mittel sein, heute für Bentheim hier zum Torerfolg zu kommen. Schneller Anwurf, schnelle Mitte und das wirklich direkt raufschieben in die gefährliche Zone. Ja, über außen und da will er genau. Braucht sich Blauenrot gar nicht beschweren. Klar, sie wird gestört beim Annehmen des Balls am Kreis, spielt aber einen sicheren Pass auf die Linksaußen, auf die Rechtsaußenposition. Das ist eine neue Spielsituation, so wie der Schiedsrichter jetzt auch gerade angezeigt hat. Dann ist nur die Parade und der Werfer. Dementsprechend vollkommen richtig reagiert. Oh, klasse! Erdmann, Tor! Wahnsinn, Tor von Grüber Schmerin. Aber so toll kann es aussehen. Es ist clever und überlegt gemacht, weil damit rechnet in diesem Moment überhaupt keiner. Nein, dadurch, dass Vivian sich eben die ganze Zeit zurückgehalten hat bei den Angriffsbemühungen. Denn, der Block. Und dann ist er drin. Martin Cevic. Und dann nimmt sie natürlich eine kleine Lauftäuschung und kriegt den Ball so perfektioniert in den Lauf gespielt. Und das war gut gesperrt von Badlau, das Tor von Gesselab. Da kommt man mit dem Moderieren ja gar nicht hinterher. Und Pöschel nicht im Tor, der wird von Nabilecker fantastisch vertreten. Bereits ihre 5. Parade, wir haben 8,5 Minuten gespielt. Schrittfehler. Ja, schöne Bewegung. Und der Treffer von Maciej Cevic. 37 Jahre alt.
Litauische Nationalspielerin, 89-fach. Da steckt eine Menge Erfahrung drin. 9 Jahre beim BSV Sachsen-Zwickau gespielt, bevor sie nach Bensheim ging. Labs. Ah, stört. Badlau raus und kriegt sie da nicht gehalten und dann ist es der sichere Treffer von Diel. 5-7. Jetzt mit zwei Kreis. Du könntest. Guter Block. Und halt schnell aus der Abwehr raus. Und Kreis festgemacht. Und Kerstin Lab. Launrot ärgert sich da, dass der schnelle Angriff verpufft ist. Aber es ist auch eine starke Rückwärtsbewegung eben von den Grün-Weißen gewesen. Punktuell die Leute anvisiert. Unten bleibt dann Kerstin Lab stehen, macht fest. Das meine ich mit taktischen Fouls. Es muss nicht mehr zugunsten einer Zeitstrafe oder der Gelbkarte sein. Wenn das so wirkungsvoll passiert, schädigst du den Gegner in gewisser Weise auch. Ja, jetzt der Wurf an die Latte. Schön durchgestochen vom Badlau, es gibt den 7 Meter. Und die gelbe Karte. Und Künzel zum zweiten. Verwandelt. 6-7. Bensheim wieder direkt mit dem Schwung. Schnell abgeschlossen, der Ball ist nicht drin. Und nächster Treffer, Lübeck Schwerin, durch die Runde 9, Becky Künzel. Oh, schönes Kreis durchspielen, aber Leck wieder mit der Parade. Und Abbruch von Grün-Weiß-Marin. Man da, wie wäre man sich darauf, er hat man konzentriert, sie aus dem Spiel zu nehmen bei Bensheim. Das wäre jetzt so eine Situation für Vivian Erdmann, wenn sie auf der links außen steht, dass sie aus der Mitte geholt wird, über ein langes Kreuz oder auch von Vivian aus der Halben geholt wird, damit sie ein bisschen von ihrer Gegenspielerin, lösen könnte. Wäre ein Mittel, was sie ehrlich greifen kann. Der passive Spiel angezeigt jetzt. Es gibt nochmal Freiburg für Schmarin, aber den müssen sie jetzt abschließen. Künzel, wer denn sonst? Tor! Treffer Nummer 4 für Wendy Künzel. Das war klasse Ballgewinn von Kerstin Lapp. Was man heute extrem gut sehen kann bei den Mädels aus Schwerin, es ist viel miteinander, es sind keine wirklichen Einzelaktionen, es sind wirklich, man unterstützt sich gegenseitig und wenn man das Gefühl hat, lieber ein Pass weiter. Es ist Wahnsinn, wie das gerade heute funktioniert. Ja, es wird unheimlich homogen. Ja. Und er hat mal jetzt aus dem Rückraum. Scheint, es gibt Einwurf für Schmarin. Ah, die Würfe muss sie sich aber auch nehmen. Sonst kommt sie nicht ins Spiel. Ja, und sie kann natürlich nicht mehr darauf warten, dass wir mal einen zweiten Kämpfer spielen. Passives Spiel wieder angezeigt gegen Schmarin. Jetzt gibt es nochmal Freiwurf.
Und Erdmann soll jetzt werfen. Oder kommt der Ablick auf Künzel? Nein, Erdmann wirft. Scheitert erneut. Aber auch sehr ungewöhnlich. Melanie Veit mit kurzer Hose im Tor. Ja, ja, bei Krischer Hannawald kennen wir das ja von damals aus der Handball-Bundesliga. Da habe ich auch immer gesagt, das ist ein verrückter Typ. Aber wie gesagt, wer es mag, wer die Schmerzen erträgt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass manche Bälle unheimlich brennen. Aber es kann für gewisse Leute auch ein Kick sein. Ja, den Kick in Form einer gelben Karte durfte sich dann auch Steffi Dube jetzt abholen. So, über außen aufgenommen. Es gibt Einwurf. Das ein Scherz, den man gerne beim Training macht. Toller Torwurf, es geht weiter mit Einwurf. Ja, ja. Aber das kann man so natürlich jetzt nicht sehen. Gut verteidigt eben auf jeden Fall. Wiebel hat gemerkt, dass er ein Schritt zu spät war. Stellt sich nur gerade hin, blockt im Endeffekt nur noch die Sprungphase und somit ist der Werfer schon gezwungen. Entweder gehe ich auf Risiko und hau drauf oder ich versuche natürlich auf der anderen Seite einen Parallelpass zu meiner Außenspielerin. Das ist zu einfach. Und das geht sehr schnell. Bernstein mit dem Konter und dem Treffer. Kaya Diel zum Dritten. So, und jetzt kommt Daniela Ernst ins Spiel. Schwerin hatte vor dem Spiel noch um sie gebangt, ob sie überhaupt spielen kann. War am Knöchel verletzt. Konnte letzte Woche nicht mitmachen. Und jetzt kommt sie für Steffi Lars im Kreis. Nicht nur, aber sicherlich auch um Steffi Lars bei dem aufreibenden Spiel am Kreis auch eine Pause zu gönnen. Ja, natürlich. Und Daniela Ernst hat natürlich auch körperlich etwas mehr. Kann sie noch etwas intensiver in den Raum stellen. Kann mit ihrem Gewicht sicherlich ein, zwei Phasen abhalten, wo Steffi Lars sich halt mehr bewegt. Ist Daniela diejenige, die viel sperren kann. Komm. Sie. Und Tor! Wir werden Erdmann zum Zweiten. 8:8 nach jetzt knapp 17 gespielten Minuten. Ein tolles, intensives Spiel bis hierher. Es wird um jeden Ball gekämpft, vorne wie hinten, das ist Wahnsinn. Und man lässt sich auch noch nicht aus der Ruhe bringen, dass da mal ein Zeitspiel angezeigt wird. Ja, man vertraut dann wieder auf sich selbst. Das ist schön. So wie wenn Erdmann eben einen unheimlich langen Weg bis zum Torerfolg sucht, wird sie auch, solange sie Druck macht, natürlich auch von den Schiedsrichtern unterstützt. Ah, das ist so einfach. Und erneut die Litauerin erfolgreich. Und jetzt gibt es Auszeit vom SV Grünwald-Schwerin. Da hören wir mal rein. Kurz gehauen, Grünwald-Schwerin nimmt Auszeit. Die erste beim Stand von 8:9. Wir nutzen die Chance. Dankeschön, unseren Sponsor. Abwehr ist gut, Mädels, Abwehr sehr gut, drin im Positionsangriff ein bisschen mehr Aggressivität beim Konter, bei der zweiten Welle, beim Zurücklaufen. Wir laufen zu sehr in Richtung 6 Meter, zwischen 9 und 12 Meter den Block auf, die Abwehr, den Abwehrriegel hinstellen. Richtig, wenn die reingeht, musst du mitgehen, ja? Alles klar, nur nicht halten. Vorne im Angriff. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Lücken besser nutzen dort. Ihr müsst mit Druck kommen auf der Halbposition. Holt euch die Kreisläufer mit an, arbeitet mit ihnen. Du kannst auch selber alleine gehen. Geh rauf, dann muss aber der Kreisläufer verschwinden, dass du Platz hast und dann machst du deine Hüfte. Du kannst immer werfen vorne. Wir müssen nur lange spielen. Okay? Alles gut, meine Damen. Ja, Lutz Gau mit seiner Ansprache beginnt mit einem Lob. Die Abwehrarbeit ist gut, aber er wünscht sich mehr Aggressivität im Spiel nach vorne. Die Kreisspieler mitholen, wenn die auch ruhig mal raufgehen, auch mal mit dem Hüftwurf agieren und beim Zurücklaufen den Abwehrriegel schon bei 9 bis 12 Metern aufstellen. Ja, das ist, was wir gesagt haben, diese taktischen Varianten in der Abwehr auch definitiv ausnutzen. Kerstin Laps. Nächster Treffer der Reserve aus Reichsburg,
Zugepasst an der Abwehr von Daniela Ernst. Nochmal eine Ermahnung für Kerstin Labs. Letzte Ermahnung. Ja, sie hat schon gelb. Ja, aber auch abgenickt, hat das eingesehen. Gucken, ob sie jetzt hier... Es gibt nochmal gelb für Schmeré, das Tor für Bensheim. Gelb gibt es für Daniela Ernst und den Treffer erzielte Elena Erdlein. Ja, Schmeré muss jetzt aufpassen, war die dritte gelbe Karte in der ersten Hälfte. Das nächste Mal gibt es 2 Minuten. Mark Künze gegen den Klasseblock. Und gut verteidigt jetzt von Daniela Ernst. Der Riegel relativ spät, aber er kam, dadurch, dass die anderen nachrücken konnten, hat man gesehen, zack, war die Mitte zu, wo sie hin wollte, geschlossen. Ich denke mal, das ist Lutzgau, was Lutzgau meinte. Was jetzt noch fehlt, ist vorne jetzt der zweite Angriff gespielt, zweite Mal abgeschenkt. Diese klaren Spielsituationen, die schafft man sich gar nicht. Naja, auch etwas, was Lutzgau eigentlich gesagt hat, langes Spiel. Ja. Weil manchmal ist das Spiel über eine Gruppe viel, viel intensiver, eine Zweier-Dreier-Gruppe mit dem Kreis eingebunden, so wie Lutzgau das fordert, viel, viel effektiver. Ja, wieder abgeschenkt. Ein bisschen zu offensichtlich, er hat mal gut angenommen. Und die Schmeriner Abwehr ist formiert. Das war sehr gut gemacht von Vivian Erdmann. Oh. Der Treffer von Linzgas. Und jetzt gibt's gelb gegen eben jene Österreicherin. So, meine Lieben, hier der Hinweis noch, bitte Sie sachlich zu bleiben. Beschimpfen Sie nicht die Schiedsrichter. Ja, Steffi Dube kriegt jetzt eine Pause auf der rechten Außenseite, Jessica Jander. Zwei Spielerinnen, die sich hervorragend ergänzen. Die einen schlechten Tag scheint die anderen gute zu haben. Bisher war es jedenfalls so. Ja, Steffi hat jetzt eine solide Leistung gebracht bisher. Viele Fehler sind nicht passiert. Macht ein gutes, sicheres Tor. Aber man sieht jetzt auch, Daniela Ernst kommt öfter weiter raus in den Raum. 9 Meter knapp. Und wenn die Künze... Wir haben in letzter Woche gelernt, das ist moderner Handball. Wir spielen mit Bande. Treffer Nummer 5 von Wendy Kürzel. Da nimmt sie sich die Verantwortung, die sie sich auch nehmen soll vom Trainer aus und die sie manchmal auch nehmen muss, um Schmerin weiter nach vorne zu treiben. Das ist das, was ich sage. Ich denke mal, Wendy ist eine schwer einzuschätzende Spielerin, weil sie halt so viele Wurfqualitäten hat. Sie hat ja ein großes Repertoire und wie gesagt, wenn es ja mal von hinten nicht geht, das müsst ihr doch blocken. Und die Antwort der HSG. Wieder der Treffer. Das dritte Mal von der Außenposition rausgeholt aus dem Übergang und kriegt das dritte Mal den Ball wirklich ohne Block, ohne dass der Block springt, kann sie den Ball locker auf die kurze Ecke einnetzen. Das muss man anders verteidigen. Komm, Jesse. Hi. Jana verwirft von außen und das ist zu einfach, der Tempo-Gegenstoß und der Treffer von Erdlein. Und dann wird die erste 3 Tore Führung in diesem Spiel. Ja, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht den Faden verlieren hier. Da ist jetzt muss ein Tor her, die Abwehr wieder zupacken, damit man in Schlagdistanz bleibt. Da wieder mit 2 Kreis. Badlau geht da wieder mit. Künzel mit dem Hüpfwurf. Oh, am Tor vorbei. Kreuz und Torbrüll. Ja, war eine schöne Position, schön geworfen, aber da muss natürlich das Tor auch treffen. Für den Netztreffer gibt es leider nichts. Nein. Aber ich wundere mich über die Passivität von Vivian Erdmann heute. Eigentlich ist sie eine Spielerin, die mit jeglichen Abwehrsystemen umgehen kann, auch mit einer kurzen Deckung. Aber dafür ist mir heute auch ein bisschen zu inaktiv. Da muss man ganz, ganz bequem ausdrücken. Passives Spiel angezeigt.
Ich möchte mal vielleicht mit einwerfen, vielleicht ist das gewollt. Aber Block von Künzel, Einwurf für Bensheim. Ja, er fehlt aber trotz alledem. Vivian Bartlau kann diesen Druck nie aufbauen. Sie ist kein Rückraumshooter. Und bei Vivian Erdmann haben wir es bei dem Einwurf gesehen. Sie kann einen langen Weg gehen, hat dann auch die Kraft und auch die Übersicht, den Ball im Netz ins Tor einzunetzen. Jetzt muss das kommen von Bensheim, sonst pfeifen sie ab. Jetzt muss er kommen. Und Pösch, Nabelek. Mit der nächsten Programm. Und Künzel mit Sprung, mit dem Treffer. Treffer Nummer 6 von Wendy Künzel. Und wenn sie so weitermacht, reicht mein Zettel nicht aus. Wendy Künzel, eine Spielerin, die von sich selber sagt, dass ihr bestes Spiel ein verlorenes war, in Buxtehude mit der A-Jugend und Nabelek wieder mit der Parade. In der A-Jugend, man hat damals mit 2 verloren, man ist aber nur mit 7 Spielerinnen überhaupt hingereist. Und sie hat ein ganz tolles Spiel als Außenseiter dort gespielt. Und davon erzählt sie immer noch mit großer, großer Freude. Ja, das sind immer die einfachsten Spiele. 7 Meter. Abwehr im Kreis, okay. Nein, also wenn man weniger Spieler zur Verfügung hat, spielt es sich manchmal leichter. Es ist klar, der Kräfteverteil ist höher, aber das Miteinander wird noch intensiver. Und das Gemeinschaftsgefühl bei so einem Erfolgen oder auch Misserfolgen ist so, so groß, das nimmst du jahrelang mit. Und Nabelek hält! Ich sag eben noch so leise, ab! Wenn wir das mitziehen, ihre 9. Parade. Dazu sagen, die Paraden sind auch immer in wichtigen Phasen, wo man das Gefühl hat, Bensheim könnte jetzt ein Stück sich absetzen. Steht Nabelek dazwischen Pfosten, hier steht sie wieder. Da ist sie wieder. Hat ein starkes Positionsspiel heute. Also sehr beachtlich. Aber man noch mal zur Abwehrleistung von Grünwald-Schwerin. Nach 25 Minuten der 2. 7 Meter gegen sich erst. Ah, auf beiden Seiten. Ja. Aber noch führt der Gast aus Bensheim mit 11:13. Was kommt denn Jan auf Ernst? Und jetzt wird es wieder schnell gehen. Ja, das ist gut ausgespielt. Und am Ende Netz Grützki ein. Ihr erster Treffer. Hätte Künzel gerne etwas mehr gehabt dazu. Den Freiwurf. Und er hat mal ein Tor. Hat sich da schön im Rücken von Künzel freigelaufen. Also 3 Minuten in der ersten Hälfte. Badradau resolut gegen Diehl. Da wäre sie ja fast wieder weggelaufen. Und wieder zu einfach. Bradacevic mit ihren 5. Treffer. Und wieder agiert Schwerin da mit 2 Kreisen. Bensheim jetzt mit einer 5-1-Formation. Blau-Rot ist da vorgerückt. Wahrscheinlich auch, weil Vivian Erdmann einfach die Seite gewechselt hat. Beziehungsweise auf die Mitte gegangen ist. Und Künzel scheitert an Melanie Veit.
Er wirkt jetzt ein bisschen unglücklich, so kurz vor der Pause. Günzel auf Jander. Bekommt es. Kommt kein Freiwurf. Ja, weil die Kontrolle beim Ball bei Jander gar nicht vorhanden war. Deswegen. Jetzt was anderes. Fußfehler. War keine Kontrolle vorhanden über den Ball. Und daher. Ja, freies Spiel. Haben die Schiedsrichter gut bewertet. Noch knapp 14 Sekunden in Halbzeit 1. Künzel bricht ab. Jetzt Bartler mal von außen. Scheitert an Veit. Und Auszeit von Bensheim. Und auch da hören wir jetzt mal rein. Mit der HSG Bensheim auch mit dem Auszeit. Und danach noch knapp 20 Sekunden und dann ist es Achtung, ruhig, aufpassen. So. Katrin geht auf die Halbposition, Anni geht auf die Mitte. Wir spielen eins links. Helena kommt schön im Bogen reingelaufen. Ja. Die wird die Spieler hochnehmen, Anni, ja, auf der Halbposition. Geh ein bisschen weiter weg und spiel trotzdem Ball auch links. Okay? Ja? Und dann entweder läufst du Vollgas hinten durch, wenn du dich wegdeckst, oder du kommst von der Mitte und gehst auf die Halbposition. Dann spielen wir Ball auch links. Du gehst Vollgas über die Mitte und dann kriegst du Ball und Helena. Ja, oder Helena geht selbst durch. Hey! Und dann volles Tempo zurück! Go! Go! Was? Ja, es war eine typische Auszeit kurz vor der Pause. Den Spielzug angesagt, wir spielen jetzt Wallau links. Dann schauen wir uns das mal an. Was mich auch überrascht, beide Trainer haben ja heute die Möglichkeit, im DHB-Pokal 3 Auszeiten zu nehmen pro Halbzeit. Oder pro im Spiel, Entschuldigung. Sie gehen sehr sparsam damit um. Also ich hätte jetzt in der Phase jetzt eben gerade für Bensheim wahrscheinlich keine mehr genommen. Weil bis dato läuft es ja recht angenehm. Im Kreis freigespielt und 7 Meter auf Nabilek hält. Ja, und zu kurzer Erklärung für die Zuschauer, die diese 3 Auszeiten, das ist eine neue Regelung, die in der ersten und zweiten Bundesliga gilt. Und so auch im DHB-Pokal. Man hat 3 Auszeiten insgesamt, maximal 2 in einer Halbzeit. Das Spiel ist, die Halbzeit ist beendet, aber 7 Meter wird natürlich noch ausgeführt. Und der war drin und damit ist Halbzeit hier in Schwerin, SV Grünwald Schwerin gegen Bensheim Auerbach 12-16. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr geht jetzt eure großen Plätze rein. Unsere Schiedsrichter Martin Döner und Mario Zimmerowitsch hier aus Berlin leiten jetzt mit einer Kürze die zweite Halbzeit. Bis jetzt war es spannend. Und vielleicht geht da jetzt noch richtig was. Und die Sporthalle genannt an der Reiferbahn. Die Hölle, was jetzt noch ein bisschen kommt, ihr meine Lieben. So, und damit geht's weiter in der zweiten Hälfte jetzt der SV Grünwald Schwerin gegen die HSG Bensheim Auerbach. Wenn die letzten Fenstergäste wieder auf den Tribünen einfinden, hier ein paar sind mitgekommen aus Südhessen. Und Grünweiß hier den ersten Angriff und möchte aufholen, wenn die Künze macht den Anfang 13-16. Ja, wir haben jetzt eben auch gerade ein ganz anderes Abwehrsystem von Bensheim gesehen. Es ist keine 6-0-Deckung mehr, es ist keine 5-1-Deckung mehr, auch keine Manndeckung mehr. Es ist eine ballbezogene Verschiebung. Also die Beine, Treffer erzielt durch Antje Laumuth. Durch Antje Laumuth.
Jetzt geht die Abwehr wieder zurück von Bensheim auf die schon in der ersten Halbzeit gesehene Abwehrvariante. Ja, das wäre jetzt eigentlich die Möglichkeit gewesen für Erdmann, da die Lücke zu machen. Da muss sie rumkommen, da muss sie durchstarten. Dann ist die Sperre aufgehoben und... Man könnte festgehalten von Veit. Ja, Labs verschießt den ersten, Künzel setzt nach. Und, Ballbesitz für Schwerin. Kein schneller Konter möglich. Fehlpass von Janda, genau in die Hände, ja, aber Glück. Ja. Jetzt einfach mal das Tempo hochhalten, komm. Oh. Das Tor gilt nicht. Ja, zuvor abgepfiffen. Der Einsprecher sagt es eigentlich mit den einfachen, präzisen Worten, das Tor zählt nicht. Was jetzt auch auffällig ist, Daniela Ernst macht am Kreis weite Wege. Steht positionell auf der... Au. Zu einfach. Erdmann ist da, kommt nicht hin, aber es gibt 7 Meter. Und 2 Minuten nehme ich an. Und 2 Minuten gegen Erdmann. Für die Nahtentscheidung. 7 Meter für die HSG und 2 Minuten Zeitstrafe für unsere 25. Wie wird Erdmann? Und wir machen einen... Oh, Torwartwechsel auf Schiene. Nabelek raus. Und Andrea Klaasen. Aus der zweiten Frauen, hochgezogen heute für Anna Pöschel. Hat auch schon dort dritte Liga gespielt, hat also ein bisschen Erfahrung. Aber keine Chance gegen Kaya Diel, die verwandelt sich ja in den 7 Meter. War ihr 5. Treffer in diesem Spiel. Schauen wir mal, Nabilek geht jetzt auf jeden Fall wieder zurück ins Tor. 5 Treffer vor jetzt für die Gäste. Und in der Zeit können wir auch mal die Zwischenstände durchgeben aus den anderen Hallen. Leverkusen gegen den Frankfurter AC 13-15. Oldenburg führt zu Hause gegen Metzingen mit 19-9. Und TuS Weibern führt bei Altenburg mit 19-15. Jeweils zur Halbzeit die Ergebnisse. Schöner Diagonalpass. Sehr einfacher dadurch, dass wir hier in Unterzahl spielen. Aber eine tolle Variante. Ja, Schwerin muss jetzt ein bisschen was einfallen. Jetzt Lars aus dem Halb. Auf der Halbposition. Bedingt durch die Auszeit. Aber in kleinen Gruppen spielen, hast du vorher gesagt. Die machen es da. Bartlau, Ernst, aber auch gleich muss ein passives Spiel. Passives Spiel, genau. Bartlau, schön ausgetanzt und 7 Meter. Und es gibt 7 Meter präsentiert durch die Provinzial Jörg Reynolds mit weißem Schwing. Und wenn die könnte zum Dritten. Sicher. Ah, Steffi Lars. Tick zu spät. War schon auf dem Weg in den Konter, hat den Ball vergessen. Aber das macht es aus. Man kann dadurch natürlich auch kurzzeitig das Angriffsspiel ins Stocken bringen. Und da belegt mit der nächsten Parade. Und jetzt geht 5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Wir konzentrieren uns. 5 Tore aufzuholen gilt es für Grünwald Schwerin. Nicht als Anspruch, aber als Möglichkeit. Es ist immer die Möglichkeit da,
aber man schenkt. Oh, der Schiedsrichter war schon auf dem Weg in die Gegenrichtung. Aber es geht weiter mit Schwerin. Bad Lau, 7 Meter. Und nächster 7 Meter, hier präsentiert. Die Schiedsrichter halten jetzt die Zeit an. Ah, wegen Torwartwechsel. Wir wechseln auch bei unseren Gästen. Pauline Radke. Und kleines Rätselraten war vor dem Spiel, ob sie überhaupt dabei sein kann. Da sie sich leicht verletzt hatte beim gestrigen Training in Hannover. Aber es ist nicht so schlimm, und auch sie in kurzen Hosen. Und sie hält. Das macht es natürlich nicht einfacher. Also verdammt schweres Unterfangen, wenn du so eine große Spielerin, Torhüterin gegen dich hast. Man hat das Gefühl, sie macht das ganze Tor zu. Oh, stark, stark. Ganz, ganz stark, Laura Malinskas. Laura Malinskas. Dritter Treffer. Zum 2014 für die HSG. Und jetzt kommt Julia Wenk auf die Halbposition für Kerstin Labs. So, ich bin sehr gespannt jetzt auf Joda. Das ist eine Spielerin. Es gibt manche Tage, kann sie vergessen, und eine andere entscheidet sie das Spiel. Erdmann scheitert jetzt an Veit. Jetzt der Block. Badlau hinterher. Kriegt den Ball nicht. Das Spiel kurz unterbrochen, bisschen Ruhe ins Spiel bringen, lassen einmal wischen. Muss natürlich sein, die Schiedsrichter sollen sich ja nicht verletzen, sollen nicht ausrutschen an der Mitte, wo Bartlau da gerade am Boden lag. Und der Belek hat auch das nötige Glück der Tüchtigen. Kurze Ermahnung für den Fotografen. Und jetzt das Tor von Badlau. Wichtig, dass Schwerin auch mal wieder trifft. Und Benz mit der Bande des Torwarts ist. Oh, im Kreis. Da war die Kreisspielerin im Kreis. Deswegen Ballbesitz für Schwerin. Oh, schwacher Pass von Erdmann. Bank, ja! Richtig, Schritte. So, kommt meine Lieben, wieder ein bisschen hier Stimmung machen. Auf geht's. 15-20. Ah, gut aufgepasst, wollte Erdmann über außen. Launroth sehr gut abgefangen. Und Bang. Und Tor. Nicht Tor. Der Wurf nur. War hier etwas voreilig. Veit. Wieder mit der Parade. Jetzt früh angenommen von Erdmann. Und er bindet da das Spiel. So, wir beruhigen uns wieder. Das Spiel geht weiter. Für die 20-15. Auslösehandlung angesagt. Oder angezeigt. Drehende Bewegung, was war das bei euch? Wie bitte? Drehende Fingerbewegung, was war das bei euch für eine Auslösehandlung? Also bei uns ist eine Auslösehandlung ein Klasseblock. Ein Ankreuzen von der einen Außenseite und dem Gegeneinläufer von der anderen Außenseite. Hier sah es ein bisschen anders aus. Obwohl trotz alledem die Verschiebung von links nach rechts zu sehen war. Also sicherlich zwei unterschiedliche Spielsysteme oder Varianten. Aber im Endeffekt ein Parallel, also ein Diagonalpass oder Parallelpass
in den entgegenkommenden Außen- oder Aufbau-Halbspieler. Und da das Tor von Hemmenau. Aber manchmal ist es kompliziert, auch zu kompliziert. Jetzt machen wir jetzt eine einfache Variante. Kurzes Ankreuzen, Abschirmen des Balls. Da kann die Mitspielerin aufsteigen und dann hat sie natürlich leichtes Spiel. Mit der Abwehr wie auch. Schön von Erdmann im zweiten, auch den hält Fall. Badlau im Nachwurf. Oh, das waren beide Pfosten. Jetzt zu einfach. Ah, aber auch von Nabelheck. Die kann gar nichts dafür, dass sie den Ball hält. Und Badlau nochmal. Und scheitert wieder an Fall. Aber weil sie den Ball auch nicht richtig unter Kontrolle bekommt. Aber toll, dass der Mut von Nabelheck da ist, den Pass zu spielen. Genauso hoch einzuschätzen ist natürlich die läuferische Bereitschaft von Vivian Bartlau. Obwohl ich jetzt mittlerweile auch mal wieder so ein richtig schönes Ding gönne. Und jetzt Schiedsrichter unterbrechen, halten die Zeit wieder an. Aber der Ball ist nicht in Ordnung, oder? Da kaufe ich mir, das sind doch ein bisschen zu viel Backe für einen Handball. Ist aber auch, kann dann ausgelegt werden als grobe Fahrlässigkeit im Spiel. Ich habe keine Ahnung, ich habe das schon mal gehört oder gesehen, dass es auch in der Bundesliga dafür 2 Minuten gab. Ich war leicht überrascht. Es wird als grobe Unsportlichkeit bewertet. Oh, das war gut gespielt. Von Hemmenau. Ja, 7 Meter für Bensheim. 2 Minuten Zeitstrafe gegen Stefanie Lars, richtig. Das Auftreten der Gefaulten vielleicht nicht unbedingt. Aber machen sich die Schiedsrichter auch nichts draus. Sie pfeifen ihren Schiefel durch. Und 7 Meter. Und Nabel erkennt wieder. Und der Nachwurf ist da drin von Launot. Da muss man aufmerksamer sein in der Defensive. Und jetzt wird Künzel aus dem Spiel genommen. Ja, Erdmann ja immer noch und Künzel zusätzlich. Schöne Laufarbeit. Und ja, schade, dass Badlau sich da nicht mehr freikämpfen kann, ansonsten wäre Ernst auf der Außenseite durch gewesen. Das sind Unterzahl. Und jetzt gibt es 2. Blau-Rot. Und damit ist die Privatbewacherin von Vivian Erdmann erstmal kaltgestellt. Erdmann. Boah, Kreiserspiel auf 3 und Ernst wird zurückgepfiffen. Aber ich reden muss so langsam mal den Torerfolg zurückgeben. Das Ziel, was er zurückbekommen. Melanie Veit fängt da noch einiges raus und letztendlich macht das momentan den Vorsprung aus. 15-22. 7 Meter, Abwehr im Kreis. So, erneut 7 Meter für die Hansa Annika Hermenau. Verwandelt sich hier. Und Schwerin muss jetzt was einfallen, wenn sie das Spiel noch offen gestalten wollen. Erdmann wieder. Scheitert wieder. Es ist auch immer der gleiche Zug. Es ist immer die gleiche Bewegung, der gleiche Rhythmus. Wenn Vivian den Ball tiefer kriegt, wäre es natürlich schön. Dann hat sie wahrscheinlich auch ihr Erfolgserlebnis. Aber sie hat natürlich auch enorm großen Kraftaufwand bei dieser 1-1-Bewegung. Ah. Hat sie Glück, dass Beck nicht zurückgepfiffen wird. Passives Spiel, entscheidet sie auch noch. Hat die Bensheimer Defensive gut gearbeitet, hat die Jura Wenker
dann wird sie aus dem Spiel genommen. Und jetzt sollte Daniela Ernst Julia vielleicht mal ein bisschen anschreien, damit sie wieder Spannung reinkriegt. Weil die hat sie gerade so ein bisschen verloren durch die Aktion. Und das ist so einfach, toller Wurf. Zwar von Magalinskas. Aber es rückt keiner raus. Alle an 6 Meter, toll gespielt, Erdmann. Klapper 4 für Vivian. Da geht wieder niemand ran. Nabelek jetzt mal mit der Parade. Und Freiburg für Schmarin. Jetzt mal die Chance, ein bisschen schneller zu spielen. Abgebrochen. Jetzt das Erfolgserlebnis mal mitnehmen. Wieder durchspielen. Und Veit hält wieder Bartler und Nachwurf, Tor! Und das gibt noch 2 Minuten hinterher, denke ich. Ja. Sandra Kleinjung. Wahnsinnig gefährlich, was Bartler da macht auf der linken Außenbahn. Immer wieder die Bälle gefährlich. Das Tor bringt das 1 gegen 1, sucht. Ja. Die 7 Meter, jetzt das Tor und die 2 Minuten schindet. Ist, ja, aber wie gesagt, auch irgendwann fehlt da dann die Kraft. Vivian ist eine harte Spielerin, nimmt unheimlich viel in Kauf für den Erfolg. Also Schlag oder Sturz auf dem Ellbogen scheinbar. Ist immer unheimlich unangenehm, gerade weil der Wurf warm ist. Ja, schöne Geste jetzt von Sandra Kleinjung, die das Foul begangen hat, nochmal hingeht, sich nochmal entschuldigt. Das ist großer Sport. Aber ich hätte mir Schwerin noch etwas aggressiver jetzt in der Defensive erwartet, in Überzahl. Ja, die Frage ist aber auch, ob das was bringt, wenn man jetzt ein bisschen offensiver denkt. Weil wirklich zurechtkommen tun die Bensheimer mit der 6-0-Abwehr auch nicht, weil sie gut verschieben. Nabelek auf Bartlau, der Ball ist unterwegs, der Ball kommt nicht an. Aber Ecke. Einwurf von der Ecke, weil eine Bensheimerin dran war, deswegen kam der Ball nämlich nicht an. Krötzki war's, der Pass an den Kreis, Daniela Jan. Ihr erster Treffer, 28. Aber ganz ehrlich, du sagst gerade erster Treffer von Daniela Ernst. Die macht einen Monsterjob dort unten am Kreis. Die sperrt wie eine Verrückte, sie stellt ihren Körper in den Raum. Ich glaube, die weiß morgen Vormittag ganz genau, was sie getan hat heute. Wird sicherlich Flecken zählen können. Deswegen ist die Leistung eines Kreisläufers immer extrem hoch einzuschätzen. Ah, das darf nicht passieren. Da von außen in Überzahl Krötzki getroffen. Zweiter Treffer für sie. Bang, jetzt mit dem Tor! Ebenfalls ihr erster Treffer. Und das ist ein gutes Zeichen. Krötzki macht den Treffer auf der einen Seite und ist dann zu spät zurück, um Bang noch abzufangen. Und somit das Tor wieder für Schmarin. Eben auch mal die schnelle Mitte genutzt und das ist so einfach. Und Nabelek hält. Und der Ball auf Bartlau. Macht das 1 gegen 1. Und kommt nur in Freiburg. Ja, wollte Hermenau gerne das Stürmer voll haben. Aber wer nicht steht, wer sich bewegt, dann ist es ein Foul. Kein Freiwurf gegen Bank. Sie läuft im Aus, wird nicht gesehen. Aber zwei unglückliche Situationen für Grün-Weiß-Schmarin.
Er ist im Griff an den Wurf. Wahrscheinlich wegen des aggressiven Eingreifens. Ja, nach das Nachzupfen muss ich sein. Und Bentheim jetzt wieder voll. Boah, da kann sie selber gehen, Hermenau. Und dann geht der Ball innen durch. Bei Nabelek, die bisher eine gute Partie macht. Aber das aber eigentlich auch nicht. Und Erdlein macht den Treffer und Erdmann scheitert. Steht unheimlich hoch in der Luft. Aber wenn der Ball nicht im Tor ist, hat uns das nichts gebracht. Na, Belek wieder. Es gibt nochmal Instruktion für Jessica Jander, die ehrlich gleich kommen wird. Jetzt wären wir in der Situation für Vivian Erdmann, aber man stellt keinen Block. Da sieht man eben auch Daniela Ernst, wie sie rauskommt. Erst für Vivian Bartlau, dann für Wendy Künzel und dann holt sie den 7 Meter. Und es gibt hier in der Ringerschrie, das Ganze präsentiert die Provinzial, Jörg Reinholz. Pauline Radke. Bisher fehlerlos, einen 7 Meter einmal gehalten. Und es gibt Wechsel. Pauline Radke im Tor. Beine HSG. Jetzt gegen Vivian Bartlau. Und Bartlau versenkt. Freiwurf. Ein starkes Kreisanspiel, 2 Minuten gegen Julia Banks, 7 Meter für Bensheim. Hermenau verwandelt in 7 Meter. Ja, ein bisschen Konfusion jetzt hier auf der Schweriner Bank. Ein bisschen Einwechslung. Jetzt hat sie das gelegt. Jessica Jander jetzt im Spiel. Und auch Steffi Dube. Jander auf dem Mittel draußen, die Dube von außen. Tor! Ja, aber toll gemacht. Schön, dass sie sich den Wurf nimmt und auch den Erfolg damit hat. Ist das etwas anders? Ja, ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil vorher gelingen hier 2-3 freie Dinger nicht. Jetzt nimmt sie sich das Herz und geht über einen viel schlechteren Winkel als Rechtshänderin, über rechts außen. Und kann schön mit den Augen auf die Beine, kann sich das Ding unten durchsetzen. Hat natürlich das Glück mit dem Pfosten. Und Amelia Geld. Erdmann, was für ein Tor!
Mann Nummer 5. Ja, aber genau die Dinger, die habe ich schon gedacht in der ersten Halbzeit. Die kommen. So, und jetzt Auszeit genommen von Bensheim. Und die Chance gebe ich nochmal bei beiden Sponsoren zu bedanken. Bei Jürgen Design, bei der DGS. So, Mädels sind auf 24 Sekunden Überzahl. Wir spielen sofort hoch nach links. Voll mit Dampf drauf, verlagert das Spiel ganz weit nach rechts. Und dann spielst du den Ball schön sauber in Anis Bewegung rein. Und Anni, die kommt schön über die Mitte und dann beobachten wir, was die 3 im Zentrum macht. Ja, wenn der auf dich rausstürzt, nimmst du sie weg oder legst den Ball hinten zu Ante. Dann lass mal rein und dann geht's nichts mehr zurück. Auf geht's, los, hopp! So, etwas später, muss alles seine Ordnung haben. Handtuch gerückt. 24 Sekunden Überzahl. Jetzt noch für Bensheim, analysiert der Trainer. Spielen jetzt Ungarn 1. Alles nach rechts rüber. Bewegung in die Mitte und dann mal gucken, was die 3 in der Mitte macht. Ich weiß zwar noch nicht, wer die 3 in der Mitte ist, aber. Weiß die auch von Mittelspielerin, der Nummer 89. Die wird dann wahrscheinlich. Ja, ich meine bei Schmarin. Was die Schmarin da macht. Nimm mal an, dass das dann, wenn die Künzel. Und der Treffer von Ermenau. Meinte, wenn die nicht rauskommt, wo? Wenn die rauskommt, ablegen auf den Kreis. Weng wieder im Spiel jetzt. Und hoffen wir mal, dass sie die 2-Minuten-Strafe gut getan hat, dass sie den bisschen runterkommen konnte, dass sie den fangen konnte. Und jetzt wieder voll ins Spiel mit einsteigen. Der Villas jetzt für Daniela Ernst wieder im Kreis. Erdmann, Tor! Da wäre 6 für Vivian Erdmann. 23, 28. Die Melanie fight aber auch nicht gut aus. Er legt direkt über ihren Kopf ein. Aber auch die schwerste Position für einen Torhüter. Direkt über den Kopf kommt mit den Händen nur wirklich schwierig hin. Ja, jetzt das Tor. Ich glaube, Hermenau war es wieder. Die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen standen uns da ein bisschen in der Blickrichtung. Aber 5. Treffer von Ermenau. Boah, das ist völlig frei, Jessica Jander. Und gibt 7 Meter, weil sie stand so ein Stück, wie der Schiedsrichter zeigt, im Kreis. 7 Meter. Präsentiert durch den Kommissar Björn Alder. Pauline Radke geht wieder ins Tor. Wechsel Pauline Radke, die 26, kommt ins Tor bei der Hasse. Radlauf, perfekt. Treffer 3. Nabel erhält. Erdmann nimmt den Ball. Langer Pass auf Steffi Dube, den hat sie. Tor! Dritter Treffer für Steffi Dube. Wahnsinnspass von Vivian Erdmann. Ja, aber so kann man es auch machen. Lass den Gegner werfen, Nabilek hält schon und dann eine schnelle Konter. Nee, so einfach ist es natürlich nicht. Jetzt mal aus, da könnte Nabilek aber nochmal einen haben. Der geht an die Latte. Nabilek hält. Bitte, bringt den Ball in Sicherheit.
Und der Flames-Trainer, so werden die Bensheimer genannt, will da seine Abwehr ein bisschen Stimmung machen. Und das haben die Schmariner Fans etwas falsch verstanden. Sie haben das nämlich ihrerseits an Heizer genommen. Schauen wir mal. Ah, Steffi Lars! Kann den Ball nicht verwerten. Einfach alles korrekt gepfiffen, alles gut gesehen. Ja, bekommt den Ball nicht gegriffen und dann ist er natürlich weg. Ach schade, das hätte dem Spiel nochmal richtig Pfeffer gegeben jetzt, das Tor. Drei Tore wären es dann vielleicht gewesen. Man kann echt nur großer Respekt an die Frauen aus Schwerin. Ja, und das ist dann die große Klasse. Baticeva hat sich sehr zurückgehalten in der zweiten Hälfte. 25-30. Wenk scheitert. Ja, das ist schön freigespielt. Aber der war im Kreis. Das war ein Eindruck. Es bleibt bei 30-25. Auf geht's, Kreis. Spiel. Künzel wird von drei angenommen. Und jetzt gibt's die Auszeit für Grünmann Schwerin. Gut, wir wechseln. Vivi kommt nochmal runter, dann geht Anne rauf. Wenn sie weiter Manndeckung spielen da drüben, dann nochmal genau das gleiche, was ich gesagt habe. Du in die Lücke rein, du spielst sie an und du kommst mit Schwung hinten rum. Ja? Okay? Vorne jetzt lange spielen, Leute. Wir haben ein super gutes Ergebnis. Gewinnen können wir das Spiel nicht mehr. Aber jetzt wollen wir auch nicht mehr mit 7 oder 8 Toren verlieren. Also müssen wir die Angriffe ausspielen und macht nochmal ein schönes Tor. Ja, freut euch und dann passt das auch vernünftig. Los, auf geht's. So, jetzt sehen wir, Hering kommt jetzt ins Spiel für Erdmann. Gut, gerade eben nochmal eine Variante angesagt. Wenn sie im Manndeckung spielen, dann nochmal über die Lücke, über Steffi Lars kommt. Ansonsten, das Spiel gewinnen können wir nicht mehr, aber wir wollen auch nicht mehr mit 7 und 8 verlieren. Ja, das spielt es aus, macht noch ein Tor und freut euch. Genau, das ist es nämlich. Das hat man heute auch die ganze Zeit gesehen. Da ist das Tor. Steffi Lars. Die Mädels haben heute unheimlich viel Spaß miteinander. Das ist auch das, was ich schon in der ersten Halbzeit sagte. Oftmals Einzelaktionen wie in den letzten Wochen. Heute war es zu sehen, dass jeder mit jeder spielen wollte. Jeder gönnt dem anderen den Erfolg. Dadurch kommen natürlich auch viele schöne Tore heraus. Ja, und jetzt der Bensheimer Trainer hat noch die zweite Auszeitkarte für diese Halbzeit hochgenommen. Das ist so einfach. Das macht den Unterschied heute aus. Genau in den wichtigen Phasen setzt ihr immer wieder einen oben drauf. Da hat die Zerber ja mit dem Treffer. Aber letztendlich, so richtig den Unterschied ausgemacht hat das Ende, zumindest aus der jetzigen Sicht, das Ende der ersten Halbzeit. Das ist richtig. Hering scheitert am Block. Und Nabel erkält noch einen. Einen ganz starken gegen Laurot. Nochmal 7 Meter. Es gibt 7 Meter Green by Schwerin, präsentiert durch die Provinzial Jörg Reinholz. Und die Spielzeit läuft 28, letzte Spielminute. Ja, eine zweite Pokalsituation im DHB-Pokal in Schwerin bleibt heute aus.
auch konzentrieren. Für alle. Das war ein ganz tolles Spiel hier. Ja, und wie gesagt, ein ganz, ganz großer Respekt. Es sind nur 4 Tore, muss man auch sehen. 4 Tore. Die Mannschaft aus Bensheim kommt aus der 2. Liga, ist dort auf Tabellenplatz 3. Die Schwerinerinnen haben sie erst nach dem Traineramtwechsel dort stark gefangen mit ihren 5 Spielen, 5 Siege. Man sieht die Entwicklung in Schwerin und man sieht auch, dass hier auch gegen einen Zweitligisten Handball gespielt werden kann. Mit Freude und mit Spaß. Wenn man sich überlegt, der Halbzeitstand lag Schwerin mit 4 zurück. Zweite Halbzeit. Jetzt war komplett auf Armhöhe und kann sie jetzt sogar noch gewinnen. Zumindest in der Halbzeit. Es ist ein Punkt in der Statistik, aber einer, auf den man stolz ist. Aber das wird knapp jetzt. Wir haben noch 3 Sekunden. Und Tor! Nee, das zählt nicht. Das zählt nicht. Es gibt auch den Freiwurf. Nee, gibt es nicht mehr. Das Tor hat nicht mehr gezählt. Und damit ist Schluss hier in Schwerin. Mit 31:27 gewinnen die Gäste aus Bensheim, Auerbach. Gehen jetzt vor Grün bei Schwerin in einem starken DFB-Pokal-Achtelfinale. Es ist tolle Stimmung, es ist eine tolle Atmosphäre hier in der Reiferbahn. Alle wissen, es ist eine starke Leistung der eigenen Mannschaft war und respektieren einfach, dass Bensheim Auerbach heute die etwas stärkere Mannschaft war und deshalb verdient ins Viertelfinale einzieht. Das auf jeden Fall, was wir eben schon gesagt haben, ganz großer Respekt an die Schweriner Mädels. Haben viele Rückschläge einstecken müssen, große Rückstände wieder aufgeholt. Und der Respekt zollt wirklich diesen nur 4 Toren Rückstand zum Ende der 60 Minuten. Jetzt weiß man vielleicht auch in allen Teilen von Deutschland, dass in Schwerin der Frauenhandball wächst und wächst und wächst. Der braucht noch vielleicht 1-2 Minütchen. Ich meine, wir gucken mal auf die Anzeigetafel. 31:27, so die Gäste für die HSG Bensheim. Da kann man ja nicht unzufrieden sein, stark gekämpft. Was war denn dann noch heute der kleine Unterschied? Ja, normalerweise würde ich jetzt meinen Kollegen gratulieren, muss ich dann später machen. Viel Glück in der nächsten Runde für die Damen, die jetzt noch hier draußen sind. Ja, man hat schon gesehen, dass im athletischen Bereich doch ein Unterschied ist. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir arbeiten dran und so ein Ergebnis kann uns eigentlich Mut machen und uns auch ein bisschen stolz sein lassen. Weil ich glaube, gegen den Tabellendritten der 2. Liga so gut zu bestehen, das muss man erst mal so hinkriegen. Ja? Herzlichen Glückwunsch und Applaus für den Trainer und für das Team hier heute. Vielleicht kannst du nochmal zur Ausrichtung, wir sind ja dann nachher schon in der, ich sag mal, Rückrunde, wenn wir jetzt mal an die dritte Liga gucken, wo kann es denn noch hingehen? Ja, ich habe mich jetzt erstmal so gefreut, dass wir heute Abend ein gutes Spiel gemacht haben. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir im Rhythmus bleiben. Wir spielen ja erst irgendwann Mitte Februar das nächste Spiel. Und bis dahin werden wir natürlich nochmal ordentlich Gas geben. Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen. Und dann müssen wir schauen, ob es nachher am Ende reicht. Die Mannschaften, die vor uns stehen, die werden jetzt nicht auf einmal alles verlieren, ist ganz klar. Also wir müssen gucken, wo die Reise nachher am Ende hingeht. Ich hatte es schon gesagt, am 24. Februar kommt es ja gleich zum Knaller-Derby hier an der Ostseeküste oder hier am Schweriner See oder in der Sporthalle an der Reiferbahn. Wie geht es auswärts weiter mit der TSG Wismar? Da wird wahrscheinlich wieder die Halle voll werden. Ja, da ist noch so viel Zeit und ich bin jetzt 5 Jahre weg, also es ist so viel passiert und ich freue mich einfach auf das Spiel. Ich freue mich, dass die Mädels, dass ich mal wieder Kontakt zu den Mädels haben werde. Und da müssen wir gucken, das ist eine ganz andere Geschichte als heute. Also jetzt nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch zum Sieg
los Glück für die nächste Runde und vielleicht schafft ihr ja die Endrunde. Ich habe meine Vorgabe von der Endrunde nicht ganz erfüllt. Ich hoffe, dass ich trotzdem bleiben darf. So, Dankeschön erstmal Lutz. Ja, Thorsten Schmidt, Trainer hier bei der HSG. Wir haben gemeinsam auf die Anzeigetafel geschaut. 31 zu 27, so kurz nach dem Spiel. War das alles nach deinen Vorstellungen? Was hat dir gefallen? Oder sagst du insgesamt Glück gehabt, dass wir hier durchgekommen sind? Ja, zunächst einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, wir wussten, dass aufgrund der langen Anfahrt es hier sicherlich ein sehr, sehr schweres Spiel wird. Das, was ich vorher von der Mannschaft, das ich vorhin gesehen habe, war schon richtig gut. Also von daher waren wir auch gewarnt. Ja, wir haben es in vielen Phasen des Spiels nicht geschafft, uns entscheidend abzusetzen. Wir waren zwischendurch, glaube ich, mit 6 oder 7 vorne. Haben dann aber Schwerin immer wieder rankommen lassen, weil wir den einen oder anderen Ball zu einfach hergegeben haben. Aber ich denke, am Ende war es dann doch relativ ungefährdet und ich denke auch mit 4 Toren für uns sicherlich verdient. Dankeschön, hier auch nochmal Thorsten. Thorsten, ganz kurz, jetzt klingt ja eventuell schon ein nächster großer Gegner. Was wäre denn dein Wunsch und wie sieht es für dich und dein Team aus in der zweiten Bundesliga? Das ist ja die große zweite Bundesliga, da haben wir ja gehört und gelesen, da seid ihr drittplatziert. Da scheint ihr ja auch noch ganz gut im Rennen zu sein. Ja, sicherlich ist unser Hauptaugenmerk liegt auf der zweiten Liga und wir wollen da weiterhin Punkte sammeln. Wir haben das letzte Wochenende in Kirchhoff einen Punkt verschenkt und wir müssen in den nächsten Wochen zurückholen. Wobei wir extrem schwere Gegner auch haben werden. Ja, mit dem Pokalspiel schauen wir mal. Ich glaube, das ist irgendwann erst gemerkt. Ich habe es gar nicht im Kopf, wann es ist. Und, natürlich würde ich mir ein Heimspiel wünschen und es ist schon relativ heftig, wenn man samstags morgens losfährt und dann irgendwann montags früh wieder zurückkommt. Und von daher würde ich mir auf jeden Fall ein Heimspiel wünschen und so wie es aussieht hier, glaube ich, nur noch Bundesligisten dabei. Und am liebsten würde ich zu Hause gegen Leipzig spielen und gewinnen. Ja, träumen wir weiter, werden wir ja sehen. So, vielleicht nochmal, was uns auch interessieren würde, zu Hause, wenn ihr spielt, was habt ihr da für eine Kulisse? Und die sogenannte Sporthalle an der Reifenbahn, die Hölle. War es denn heute die Hölle von der Kulisse? Ja gut, unsere Halle, die ist deutlich größer, das heißt, da ist es sehr, sehr schwer, eine solche Kulisse aufzubauen, aber wir haben schon bei einigen Heimspielen, wo auch 700-800 Zuschauer. Und wir haben auch ganz, ganz tolle Fans, die jedes Wochen, also jedes Heimspiel auch unsere Halle in Vollhaus verwandeln. Und da bin ich auch sehr glücklich und ich bin auch sehr froh, dass uns einige heute begleitet haben und uns hier über 60 Minuten lautstark unterstützt haben. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und nochmal, die Kulisse hier im Spiel, war das zu erwarten oder warst du vorgewarnt? Ja, wie gesagt, ich habe mir ein paar Spiele im Vorfeld hier angeschaut, insbesondere die Heimspiele und ich musste den Regler am Laptop schon auf fast lautlos stellen. Ich meine, das haben wir schon erwartet, dass das kommen wird und mit der Unterstützung im Rücken hat die Mannschaft ja die letzten Wochen auch sicherlich sehr, sehr gut gespielt und deswegen war es für uns nicht ganz so einfach. So, das soll es gewesen sein. Wir bedanken uns bei beiden Trainern. Ja, euch eine angenehme Heimfahrt. Kommt heil nach Hause, dann mit dem Losglück gegen Leipzig. Vielleicht geht's ja. Da kann ja Lutz vielleicht noch helfen. Euch wünschen wir einen schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Und dann sagen wir Tschüss hier aus der Sporthalle an der Reiferbahn. Genannt die Hölle. Tschüss. So, das Spiel ist beendet. Der SV Grünwald-Schwerin scheidet aus dem DHB-Pokal aus gegen die Zweitligavertretung von Bensheim-Auerbach. Ich habe mir jetzt zwei Spielerinnen geholt, um das Spiel noch mal kurz zu analysieren. Einmal Vivian Badler auf Schweriner Seite und dann ist es Antje Launroth für den Bensheim. Ich wende mich erstmal an die Gäste. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zum Einziehen ins Viertelfinale. Ist das Spiel so schwer geworden, wie ihr es euch erwartet habt? Ja, wir haben uns sehr, sehr schwer getan. Wir haben das erwartet, gerade mit der langen Fahrt und so. Das ist für uns vielleicht nicht immer so von Vorteil. Aber klar, also wir kennen das selbst, als wir gegen die Erstliga gespielt haben, dass wir da Vollgas geben und kämpfen bis zum Unfallen. Und uns ist heute leider nicht so viel geglückt, auch viele Fehler verworfen. Und
Ja, aber im Endeffekt hat es gereicht und wir sind froh, dass wir eine Runde weiter sind. Speziell aufgepasst habt ihr auf Vivien Erdmann, ihr habt ihr quasi das ganze Spiel rausgenommen, insbesondere du. Träumst du heute Nacht von ihr? Ich hoffe nicht. Nee, also wie gesagt, wir spielen diese Abwehr schon ein bisschen länger und klar wollen wir uns immer so ein bisschen da auf die, die am meisten, sag ich mal, die Tore wirft, die am gefährlichsten ist, ein bisschen halt besser decken. Ja klar, sie ist eine gute Spielerin, ich kenne sie noch von früher, von der Auswahl her und ja, sie hat ihre Sache ganz gut gemacht. Ich glaube, die wird noch gute Saison weiterspielen. Ja, Vivien, das hat nicht ganz gereicht für euch heute. Auch wenn alle zufrieden vom Platz gehen, wo lag der Unterschied? Warum hat es am Ende 4 Tore besser für die anderen gestanden? Na, man muss schon sagen, der athletische Unterschied, die Härte sind wir nicht gewöhnt. Das, denke ich, war mit ein Grund. Und auch die Erfahrung. Wir haben zu viele Bälle dann auch noch liegen lassen. Und ich denke, wir waren auch ein bisschen aufgeregt, haben uns zwar viel vorgenommen, aber ich denke, mit den 4 Toren können wir gut zufrieden sein. Und zwar hat der Pokal seine eigenen Gesetze und wir haben natürlich auch gehofft, dass wir es nochmal schaffen, wie damals gegen Harrislee. Aber wir können zufrieden nach Hause gehen, denke ich. Ja, das denke ich auch. Und nach diesem Spiel, jetzt wurde das so ein bisschen abgeflaut, was war das für ein Gefühl nochmal, der DFB-Pokal in der Halle, mit einer vollen Halle zu spielen? War sehr schön. Also ich habe gehofft, dass die Halle voll wird und dass wir quasi noch bessere Stimmung haben als in der Liga. Und das wurde auch meinen Wünschen erfüllt. Und es macht immer wieder Spaß mit den Fans. Sie sind da, sie unterstützen uns und hoffen, dass sie im nächsten Ligaspiel oder zum Landespokal nächste Woche in Wismar auch wir alle dabei sind. Und was uns speziell aufgefallen ist bei eurem Spiel, die Konterläufe. Ihr spielt ja an sich viel über Konter. Aber noch ganz andere Bälle gespielt, eigentlich riskantere Bälle, die sicher ankamen und dann auch verwandelt wurden. Ist das speziell geübt worden? Heute? Nee, im Training an sich ja. Na, unsere Stärke ist ja eigentlich in der Liga die erste, zweite Welle, wo wir natürlich hier, wenn wir gegen Zweitligisten spielen, nicht ganz so in Fahrt kommen. Also da das Rückzugsverhalten ist einfach ein ganz anderes als in der dritten Liga bei Bensheim und das wird geübt natürlich und ist heute nicht ganz so umgesetzt worden, weil wir es nicht geschafft haben, läuferisch das zu gewinnen, das Duell auf unseren eigenen Positionen. Ja, dann wollen wir nochmal auf die Gäste eingehen. Das heißt jetzt für euch, ein Erstligist kommt, das steht fest, Altenburg ist ausgeschieden gegen TuS Weibern. Wen wünschst du dir da persönlich? Also mit Weibern daheim wäre ich sehr zufrieden, weil das ist für uns, die kennen wir jetzt auch aus der zweiten Liga, die haben noch viele Spielerinnen in ihrem Kader, die wir kennen und für uns wäre das natürlich, gerade weil wir sehr heimstark sind, vielleicht können wir da eine Überraschung landen und nochmal nach Göppingen fahren, wie wir es schon mal geschafft haben. Ja, das wäre natürlich was sehr Tolles. DFB-Pokal mal ausblenden, Liga-Alltag, wie geht es da für euch weiter? Ja, unser nächstes Spiel haben wir daheim gegen Greven. Das wird auch nochmal, es wird jetzt einfach jedes Spiel richtig schwer werden für uns. Wir dürfen uns jetzt keine großen Fehler mehr erlauben. Unser Hänger hatten wir in der Hinrunde. Und sag mal, wenn wir unsere normalen Leistungen bringen und einfach zu unserer Stärke finden, dann haben wir da noch ein Wörtchen mitzureden im Aufstieg. Ja, letztes noch, wann seid ihr zu Hause? Der Trainer hat gesagt, ihr fahrt durch. Es sind circa etwas mehr wie 600 Kilometer. Morgen früh um 4. Ja, es könnte gut hinhauen, ja. Ich glaube, also wir haben ja in Hannover einen Zwischenstopp gemacht. Es wird eine lange Fahrt. Wir dürfen auch nicht wirklich irgendwie mal kurz oder länger halten. Aber gut, wir schlafen dann wahrscheinlich eh die meiste Zeit und kriegen das dann nicht so mit. Und morgen haben ein paar müssen klar arbeiten, aber bis um 4, ja, könnten wir schaffen. Ja, dann kommt gut nach Hause. Danke, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Das gleiche wie im Bertlauf. Vielen Dank. Und wir haben gleich noch die Quasselkids im Angebot und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin. So, willkommen liebe Zuschauer dann hier zu den Quasselkids, heute mit Kerstin Labs und Unterstützung von ihrem kleinen Kind. Und ich übergebe an unsere Quasselkids. Viel Spaß. Was findest du an Handball so toll? Handball ist ein Mannschaftssport und es macht unheimlich viel Spaß, mit den ganzen Mädels, mit einer Gruppe zu trainieren. Man ist nie alleine, man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Was ist denn eigentlich deine Lieblingszahl? Meine Lieblingszahl habe ich auf dem Rücken. Weißt du, welche Nummer das ist? Die 19. Ne? Trage ich auch auf dem Trikot. Seit wann machst du denn Handball? Schon ganz lange. Schon seitdem ich 5 bin. Welche Lieblingsfarbe hast du eigentlich? Das ist schwer zu sagen. Ich mag viele Farben gerne, aber lila ist eine schöne Farbe. Lila mögen. Mhm.
Fandest du das Spiel heute gut? Ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und wir hatten ja nichts zu verlieren und ich finde, wir haben uns auch ganz gut angestellt. Und wie bist du gelaufen? Und was ist eigentlich dein Lieblingstorwart? Mein Lieblingstorwart? Ich finde diesen Silvio Heinevetter von den Deutschen, das ist der deutschen Nationalmannschaft, der ist ziemlich cool. Wie alt bist du? Das fragt man mich nicht mehr. Ich bin schon ganz schön alt. Schluss? Was ist deine Lieblingsmannschaft? Meine Lieblingsmannschaft, da ich ja aus Hamburg komme ursprünglich, ist HSV Handball auch meine Lieblingsmannschaft. Hast du eine Lieblingsfußballmannschaft? Ja, Borussia Dortmund finde ich ziemlich gut. Hast du vor Handball noch einen anderen Sport gemacht? Oh ja, einiges. Also ich habe mal Tennis gespielt, ich habe auch mal als Kind geturnt, ich bin ganz lange geritten damals, als ich noch Zeit hatte. Ja, das waren so die Sachen, die ich auch im Verein gemacht habe. Gegen wen hast du denn mal gespielt? Beim was jetzt? Na, zum Beispiel Punktspiele oder so. Irgendeine Mannschaft. Ich habe schon gegen ganz viele Mannschaften gespielt, zum Beispiel gegen Ahrensburger TSV. Was war bisher die schwerste Mannschaft für euch? Oh du, ich habe mal gegen Buxtehude gespielt, gegen die ersten Frauen. Die sind momentan Erster in der Bundesliga und das war schon ein schweres Spiel. Doch, doch. Findest du deinen neuen Trainer gut? Ja. Aber du bist auch schon traurig, dass Butler weg ist. Ja, natürlich, weil der war ja auch ganz gut und ziemlich nett. Hattest du schon mal eine Verletzung? Oh, einige. Also ich bin froh, im Gesicht bin ich verschont geblieben. Da habe ich mir toi 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 noch nie was getan. Aber ich habe schon 2 Kreuzbandrisse und bin schon mehrfach am Knie operiert worden. Ja, und einen Trümmerbruch im Finger hatte ich auch schon mal. Also ich hatte schon so ein paar Verletzungen. Das lässt sich auch leider nicht vermeiden. Das gehört einfach dazu bei diesem Sport. Das war's. Gut, das war's bei uns von den Quasselkids und damit verabschieden wir uns endgültig vom DRB-Pokalspiel SV Grünwald-Schwerin gegen Bensheim-Auerbach. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal bei Sport in Schwerin.